Freunde, heute einmal ein etwas anderes Intro. Ihr seht gleich Patrick Heitzmann und mich entweder im Video oder ihr hört gerade die Tonspur im Podcast und ich habe komplett den Einstieg vergessen bei Patrick. Ich habe schon versucht, einen Einstieg zu machen, aber wir waren so schnell im Thema, dass ich keine Chance hatte, den Patrick richtig vorzustellen. Das möchte ich jetzt nachholen. Also ihr seht gleich ein Video oder hört einen Podcast mit Patrick Heitzmann und mit mir. Und es geht ums Thema Ernährung. Und der Patrick Heitzmann, der ist sehr bekannt, hat 13 Bücher geschrieben zum Thema Ernährung. Das 14. Buch ist jetzt in der Arbeit. Und Patrick ist ein Megatyp, wisst ihr auch warum? Weil er Klartext redet zu diesem Thema, weil er nicht um den heißen Brei herumredet und vor allem, weil er zu diesem Thema verdammt viel zu sagen hat. Und ich feiere diesen Patrick Heitzmann, schaut es euch an, mega. Und wenn ihr mehr wissen wollt, geht einfach unten in die Shownotes, da findet ihr einen Link zu Patrick und da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Mega Content von Patrick. Viel Spaß beim Zuhören und beim Zuschauen. Macht's gut, bis bald. Okay, hallo Patrick. Hallo, grüß dich Andreas. So, ich möchte dich mal kurz meinen Freunden vorstellen, wobei ich glaube, dass du von vielen schon sehr bekannt bist, weil wir ja in der gleichen Thematik tätig sind zum Thema Ernährung und bei dir natürlich auch ein Stückchen Bewegung. Bei mir, glaube ich, noch ein bisschen mehr Bewegung. Du hast, glaube ich, dein Hauptsteckenpferd im Ernährungsbereich, ne? Ja, das ist eigentlich, ich sag mal, nicht ganz richtig, weil ich selber bin ja ein leidenschaftlicher Sportler. Ich selber mache ja sehr intensiv CrossFit. Aber ich versuche eben die Menschen da abzuholen, wo es am einfachsten ist oder einfacher ist. Und das ist eben die Ernährung, um sie eben dann ganz zärtlich Richtung, jetzt bewegen wir uns auch ein bisschen mehr zu lenken. Okay. Deswegen stimmt deine Aussage im Kern auf alle Fälle. Ja, also tendenziell mehr Ernährung, weil eine gute Figur wird in der Küche gebastelt, nicht zwangsläufig in Turnschuhen. Aber wir schwenken dann auch Richtung Bewegung, Sport. Super, deswegen, ja. Ich würde sagen, du bist bekannt, das kennen die meisten über Bücher. Ich habe ja auch mal ein bisschen gegoogelt, es gibt ja schon einige Bücher von dir. Wie viele sind das insgesamt? 13 und das 14. wird gerade geschrieben. Sehr gut, also du bist sehr fleißig, was das Thema Bücher anbetrifft. Ich hatte auch ein bisschen Zeit, also das ist jetzt ein Zeitraum von mittlerweile 11 Jahren. Okay, cool. Dann bist du ja schon beim Bücherschreiben sicherlich auch schon ja, ein Stück weit Profi. Das strengt dich nicht mehr so an wahrscheinlich, ne? Naja, ein Buch schreiben ist immer eine gewisse Herausforderung. Ich habe jetzt allerdings auch mein Business mehr online verlagert. Ich bin sehr aktiv bei YouTube, Instagram, natürlich auch Facebook, die Standards eben. Und habe eben auch mittlerweile ein sehr erfolgreiches Online-Coaching, weil ich mit dem Online-Coaching die Menschen viel schneller und direkter erreiche als mit einem Buch. Und die Problematik bei einem Buch ist, viele kaufen sich ein Buch, aber man weiß ja durch Erhebung, durch Studien, durch Beobachtung, dass gerade mal 10% tatsächlich über das erste Kapitel hinauskommen. Okay. Deswegen denke ich, ist online immer noch wirkungsvoller, weil das kann man ganz nebenbei konsumieren. Gut, da haben wir ja das gleiche Geschäftsmodell, denn auch ich mache schon seit ich bin schon seit 2007 online und mache online, also bis zwischenzeitlich bis Dubai. Einen Coach habe ich sogar in Australien. Okay. Das ist ja das Geniale, dass du dein Wissen dann ganz breit skalieren kannst und eben nicht nur örtlich gebunden bist und dann eben ganz viele Leute erreichen kannst mit gutem Content. Und bei mir war es ein Zufallsprodukt. Das heißt, ich habe einfach mal meine Webseite online gestellt mit Vorher-Nachher-Bildern von meinen Kunden. Ja. Und stark musste ich mich entscheiden, was ich tue, da ich fast 300 E-Mails hatte mit der Nachfrage, wie geht das? Ja. Es war 2007, irgendwann im Februar. Man ist aber echt schon verflucht früh dabei. Sogar noch bevor ich mein erstes Buch überhaupt im Kopf hatte. Ich war tatsächlich aber nicht, weil es Absicht war, sondern das war ein Zufallsprodukt. Wie gesagt, die Webseite neu gelauncht und dann halt Bilder reingemacht. Und ich habe immer schon Bilder gemacht von meinen Kunden vorher, nachher. Ja. Und dann kam mal die Nachfrage, wie geht sowas? Und dann habe ich mir dann innerhalb von 14 Tagen dieses Modell überlegt, was kann ich draus machen? Mhm. Und dann erst Detlef Diost mit seinem Coaching, wie sie alle heißen. Und der Name Online-Coaching, Fitness-Online-Coaching, der ist tatsächlich bei mir entstanden. Ich musste ja auch einen lustig. Du bist der Urvater. Ja. Und dann habe ich natürlich ja das von Mal zu Mal optimiert. Zwischendurch war mir es fast auch zu viel. Mal Online-Coaching, weil ich mag halt auch gerne das 1:1, wo du direkt mit der Person dann kommunizierst, wobei es jetzt natürlich toll ist mit Zoom-Call, was du alles machen kannst, weil du dann auch direkt den Menschen vor Augen hast. Ja. Gut,
noch was. Wie kamst du eigentlich ausgerechnet auf das Thema Ernährung? Was war dein Ursprung? Also wer mich schon ein bisschen länger verfolgt, da kennt die Geschichte schon. Und für die wenigen, die das noch gar nicht wissen, die ganz kurze Version. Mit 16 war ich sehr häufig erkältet. Ich war damals schon, ein leidenschaftlicher Sportler. Das wäre jetzt übertrieben, aber ich konnte meinem Sport, damals war ich viel laufen und habe eben schon angefangen, so mit Handeln, bei mir ein bisschen rumzuwirtschaften, bei mir zu Hause. Aber ich kam nicht wirklich voran, weil ich immer ausgebremst wurde durch Erkältung, durch Magen-Darm-Geschichten. Bis ich mal realisiert habe, dass es möglicherweise doch an meiner Ernährung liegen könnte. Ich habe mich furchtbar schlecht ernährt. Ich habe das früher nie gelernt. Ich war der Älteste oder ich bin der Älteste von insgesamt 4 Kindern. Meine Eltern, eine große Familie mit wenig Geld, kriegt man mit billigen Kohlenhydraten einfach und schnell gesättigt. Also war meine typische Ernährung sehr stark kohlenhydratlastig, bei relativ wenig Eiweiß und moderat Fett. Und es hat mir einfach nicht gut getan. Da bin ich losgelaufen und musste mich eben dann mal mit diesem Thema auseinandersetzen. Das war damals gar nicht so einfach, weil es gab noch nicht mal frei zugängliches Internet. Ich rede gerade von 1990. Das ist unglaublich. Es gab kein YouTube, es gab kein Facebook, es gab kein Insta. Es gab nicht mal vernünftige Literatur zu diesem Thema. Ja, und dann habe ich eben durch viel Trial and Error an mir getestet, bin erstmal die komplett falsche Richtung gelaufen, habe mich extrem fettarm ernährt mit hochwertigen Kohlenhydraten. Aber selbst dieser Switch, der hat bei mir besser funktioniert, weil ich eben schon mal von einer katastrophalen Ernährung auf eine halbwegs vernünftige Ernährung umgestiegen bin, durch eben mehr komplexe Kohlenhydrate. Ich glaube, das muss man nicht vertiefen, das werden deine Zuschauer, Zuhörer wissen. Und dann bin ich irgendwann eben tatsächlich in diese Richtung gegangen, Kohlenhydrate zu reduzieren, den Eiweißanteil zu erhöhen und Fette auch zuzulassen. Ja, und das mache ich jetzt seit ungefähr dem 21., 22., 23. Lebensjahr. Und was soll ich sagen? Seitdem war ich nicht einen einzigen Tag so krank, dass ich im Bett liegen musste. Also ich rede jetzt mittlerweile, jetzt bin ich 45, ich rede von fast 25 Jahren Krankheitsfreiheit. Super. Und da sieht man eben auch, was für eine unglaubliche Wirkung Ernährung auf den Körper haben kann. Und ich war dann so angefixt, so motiviert, dass ich eben den anderen Menschen daran teilhaben lassen wollte, weil ich immer mehr angesprochen worden bin auf meine veränderte Figur. Ja, und der Rest ist Geschichte. Das ist natürlich sensationell, welche Parallelen es da gibt. Das ist sensationell, weil ich bin tatsächlich, mir glaubt es, es ist für viele unglaublich, aber ich bin jetzt 53 und ich war seit 34 Jahren nicht krank. Null. Gar nicht. Mal zu Hause wegen einer Krankheit. Gut, ein bisschen Nasenlaufen muss, aber da muss man sich jetzt ins Bett legen. Mal ein lokales Halskratzen, mal eine Nase, die zu ist. Das habe ich auch selten, aber es kommt vor, so alle ein, zwei Jahre mal. Aber das, sobald es lokal bleibt und du einsatzfähig bleibst, das heißt, du kannst immer noch am Computer arbeiten, du kannst dich noch mit Dingen beschäftigen. Dann zähle ich das nicht als Krankheit. Für mich ist das immer wie ein Fitnesstraining für die Immunabwehr. So nenne ich das dann. Ja. Schön ist es nicht, aber es ist ertragbar. Ja, das ist auch wieder, ich habe auch viele Coaches dann gekommen und die mir sagen, dass ich teilweise 2 Wochen, 2,5 Wochen gelegen bin. Da denke ich immer, was machen die so lange zu Hause? Mich auch. Das ist ja. Unglaublich, dass es überhaupt, dass sowas gibt. Also für mich, klar, man geht da immer von seinem Universum aus und denkt, wie können die so oft krank sein? Gibt es ja gar nicht. Aber wenn man dann tatsächlich auch über dir das Ernährungsverhalten sieht, was sie da tatsächlich essen, dann wundert man sich nicht mehr. Und wenn man den Menschen dann, du machst es dir genauso euphorisch erzählt, wie toll die Ernährung sein kann, was dahinter steht, da gucken die mir immer an, denken, sag mal, spinnt der jetzt eigentlich? Wir reden ja hier nur von Ernährung. Aber das ist faszinierend, was man tatsächlich, so wie du gerade schon gesagt hast, mit Ernährung alles erreichen kann. Das ist unglaublich. Und im Prinzip ist es auch sehr einfach zu erklären, das Immunsystem besteht nun mal aus Eiweiß, also braucht man regelmäßig Eiweiß. Da muss sich das Immunsystem richtig entwickeln. Das ist wie ein Polizeistaat in uns. Und da gibt es ganz verschiedene Polizisten, die verschiedene Aufgaben haben. Und Vitamin D beispielsweise switcht eben in die TH1, TH2-Richtung. Jetzt wird es ein bisschen fachlicher. Und wenn man eben einen mangelhaften Vitamin-D-Spiegel hat, was ja die allermeisten da draußen haben, dann switcht das eben in eine bestimmte Richtung zu stark und das triggert zum Beispiel, wenn auch ein paar andere Faktoren mit im Spiel sind, Autoimmunerkrankungen. Es gibt so viele Frauen da draußen, die es nicht mal wissen,
dass sie eine anfängliche oder ausgeprägte Hashimoto-Thyreoiditis haben. Und das hängt eben auch dann noch neben wenig Eiweiß, dann eben zu wenig Vitamin D, mit noch ein paar anderen Parametern zusammen und auch, weil sie zu viel Reizstoffe in den Körper reingeben. Und einer der Reizstoffe ist eben dann auch beispielsweise Gluten, das daraus entstehende Gliadin. Da muss man auch keine Zöliakie haben. Also es gibt so viel glutensensitive Menschen und wenn die noch eine genetische Disposition haben, dann wird die Schilddrüse vom körpereigenen Abwehrsystem permanent angegriffen. Und die wundern sich dann, dass sie essen wie ein Hasen, also ganz homöopathisch Kalorien und trotzdem nicht abnehmen. Ja. Und deswegen bin ich auch ein absoluter Gegner von diesen ganzen Kalorienberechnungsformeln. Wie häufig werde ich gefragt, ja, wie viel Kalorien soll ich denn am Tag essen, damit ich zu oder abnehme? Oh, da muss ich immer ganz vorsichtig sein, diplomatisch. Und vor allem, wenn da solche, sorry, ich kann es nicht anders sagen, Schwachköpfe kommen, die sagen, ja, Ernährung ist total einfach. Du musst nur weniger Kalorien verbrauchen, aufnehmen, als du verbrauchst. Leute, das ist Bullshit. Da hängt so viel mehr hinten dran. Da geht es um das Hormonsystem, um die Wirkung der Nahrung auf den Körper. Aber jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu emotional werde. Und da habe ich jedes auch gerade mit einem Fachmann, der wahrscheinlich genau gleich denkt wie ich. Und dann darf ich auch mal ein bisschen emotionaler werden. Das darfst du dann weitermachen, weil dann kann ich mir es sparen. Ja. Ganz emotionales Thema, wo ich immer denke, ja, jetzt kommt ihr mit einem Wissen, erzählt mir ja hauptsächlich Kaloriendefizit. Die meisten kommen ja gerade bei Frauen schon mit einem Kaloriendefizit, nehme ich mir ab und verlangen dann von mir, ja, machen wir dann noch ein größeres Kaloriendefizit. Genau, dann fällt die Kiste noch mehr gegen die Wand, aber gut, naja. Ja, das sage ich immer, jetzt fangen wir an zu essen. Ja, wie, muss ich jetzt mehr essen? Das sage ich, ja, natürlich musst du mehr essen. Ah nee, dann nehme ich zu. Das ist dann, seit 30 Jahren verfolgt mich dieses Thema nonstop. Ja. Und ich denke immer, irgendwann muss es doch mal fruchten, dass ich dieses Thema Diät, also diese Diäten werden ja schon 60, 70 Jahre ausgeführt und sie sind immer zum Scheitern verurteilt, immer. Aber ja, der Mensch sucht einfach nach der einfachen Lösung. Und es klingt auch total logisch, wenn man weniger isst, dass man dann abnimmt oder eben nicht, zumindest nicht mehr weiter zunimmt. Ja. Aber der Körper ist eben keine Maschine, kein Kalorimeter, so wie das früher von Wilbur Ortwater letztendlich dann ins Leben gerufen wurde. Ich glaube 1894 oder sowas. Das ist Bullshit. Kalorienpunkte zählen kann Sinn machen für die, die absolut keine Ahnung haben, dass ein Salatblatt weniger Kalorien hat als ein Big Mac. Dann kann es Sinn machen. So eine ganz grobe Orientierung. Für alle, die über dieses rudimentäre Denken drüber hinaus sind, ja, da sollte man sich mit anderen Dingen beschäftigen. Also ich habe früher auch mal Kalorien gezählt, aber das ist lange her. Und ich würde es nie wieder tun. Ich werde immer gefragt, Patrick, wie viele Kalorien isst du? Ich habe no fucking idea, wie viele Kalorien ich jeden Tag esse. Das könnten 1500 sein, das könnten 3000 sein. Es interessiert mich nicht. Sensationell, wenn ich einmal mich entspannen kann, nach hinten lehnen kann und zuhöre, das, was ich normalerweise erzähle, wenn es jemand anders erzählt. Aber da merkt man eben auch, das ist einfach die langjährige Erfahrung. Und für jemanden, der sich nicht auskennt, für den klingt es total einfach und plausibel und da bläst das gleiche Horn, ja, du musst nur weniger essen, als du verbrauchst, nimmst du ab. Das ist, ja, letztendlich die Erde ist eine Scheibe und die Sonne kreist um die Erde, denken, ganz einfach. Ich sag immer zu meinen Leuten, sagen so, ja, das ist so die menschliche Logik, die ist eine Rechenlogik, eine mathematische Logik. Ja. In der Essen heißt automatisch abnehmen, aber das ist keine biochemische Logik im Körper überhaupt. Richtig. Der Körper ist pure Biochemie. Und wenn man die Gesetze einigermaßen kennt, wenn man die spezifisch-dynamische Wirkung berücksichtigt, wenn man die Vitalstoffdichte berücksichtigt, dass man eben das ganze System, vor allem das hormonelle Umfeld, ins Laufen bringt, wenn man den Stressfaktor eben letztendlich noch auf dem Schirm hat, weil nur einfaches Beispiel, man sollte einfach mal zum Spaß das Cushing-Syndrom googeln. Ja. Das ist eine extreme Überproduktion von Cortisol. Das ist eine Krankheit, ganz klare Sache. Und die Menschen, die essen nicht mehr, sind aber extrem übergewichtig. Also nicht alle, aber teilweise. Und das sieht man schon, es ist Bullshit. Aber gut, jetzt werden wir wieder ruhiger. Ich genieße es, wenn du das machst, wenn ich es nicht. Es ist unglaublich. Ich höre mich gerade selber auch wieder. Ja. Sehr geil. Allein deswegen hat für mich das sich jetzt schon mal gelohnt, mit dir zu reden, weil ich einfach auch das wieder höre, was ich immer erzähle und natürlich auch ganz oft, oder nicht mehr jetzt, aber früher habe ich ganz viel Gegenwind von Medizinern bekommen. Ganz viel. Ja, Mediziner, die haben ja so viel Ahnung von Ernährung. Ich würde meine Ironie verstehen. Also wenn ein Arzt Ernährungstipps gibt,
Das Erste, was man tun sollte, schauen mal genau an. So, das ist Punkt 1. Dann disqualifizieren sich schon mal 50%. Und dann fragst du die anderen, du musst nur 2, 3 Querfragen stellen. Ja? Und das knockt ihnen aus. Das Problem ist nur, die sind so in ihrem persönlichen Kosmos unterwegs, die haben solche Schranken, was das Thema betrifft, die denken einfach völlig anders. Die sind einfach geschult, natürlich auch, nicht nur durch die Pharmaindustrie. Und es ist natürlich wesentlich einfacher, ernährungsbedingte Krankheiten, wenn sie eben dann, wenn der Körper mit einer auf Entzündungsreaktion mit einer Krankheit reagiert, eine Krankheit ist nur ein Zeichen, mehr nicht. Es ist ein Zeichen, dass im Körper was nicht stimmt. Wenn man eben da dann Pillen drüber kippt, anstatt sich mal mit der Biochemie auseinanderzusetzen. Das ist einfacher. Vor allem, und jetzt muss ich die Ärzte wieder in Schutz nehmen, die Leute wollen es ja gar nicht. Die wollen ja eine Pille haben. Das ist immer das Problem. Die wollen nicht selber ins Handeln. Ich glaube, dass es jede Menge Ärzte gibt, die würden so gerne helfen. Die wären auch bereit, sich mehr Zeit für den Kunden zu nehmen, wenn das System es überhaupt zulassen würde. Tut es aber nicht. Das ist ja alles abgemachte Sache. Also aus meiner Sicht. Ein bisschen Verschwörungstheorie darf ja sein. Und wenn die Menschen halt nicht mitmachen, ja, dann ist der Frust sofort da. Da haben wir den Vorteil. Zu uns kommen die Menschen, die bereit sind, etwas zu verändern. Nicht alles so, wie man sich das wünschen würde, weil die meisten denken, so Andreas oder Patrick, jetzt bin ich da, jetzt mach was. Aber sie zeigen zumindest Bereitschaft für Veränderungsprozesse. Und das ist schon mal ganz gut. Ein kranker Mensch geht zum Arzt, gibt mir eine Pille, dann hole ich wieder ab. So. Auch immer, was ich bei meinem Coach immer sage, du, ich bin jetzt dein Apotheker. Und zwar ein Apotheker in zweifacher Ausführung. Als Erstes habe ich für dich eine Pille, die macht alles komplett weg. Du bist schlank, du bist fit. Machen, aber die Nebenwirkungen sind eklatant. Dann habe ich eine zweite Pille. Die zweite Pille sind 3-mal Sport in der Woche, 16 Minuten mindestens, inklusive 21 Mahlzeiten pro Woche, soweit wie möglich, atembedarfsdeck. Such dir bitte die Pille raus. Super. Ganz, ganz tolle Metapher. Erinnert mich natürlich sofort an Matrix, klar. Die blaue oder die rote Pille. Super, finde ich richtig klasse, Andreas. Da gucken sie dich an, überlegen, dann weißt du, aha, sie sind jetzt beim Adress, jetzt sagen sie besser nichts Falsches. Ja. Aber du weißt eigentlich, wo sie hintendieren, und sagst, ja, und diesen Weg, diesen einfachen Weg, den wird es nicht geben. Du wirst nur über den Weg, dass du ein wenig Zeit in deine Gesundheit, und zwar in deine gesunde Zukunft investierst, wirst du den Weg gehen. Alles andere funktioniert nicht. Wenn du eine Pille suchst, bist du bei mir falsch. Das wird nicht funktionieren. Mhm. Und ich finde es total klasse, weil das sind solche plakativen Dinge. Da reagieren auch die richtigen Menschen drauf, die auch ganz tief innen drin bereit sind, den Preis dafür zu bezahlen. Ich rede jetzt nicht von Geld, ich rede von Entbehrung, ich rede von Auseinandersetzung mit den Menschen um einen herum, also die freundlichen Feinde. Ich rede darum, dass man eben dann auf bestimmte Dinge auch verzichten lernen muss, wobei das nur am Anfang ein Verzicht ist, später ist es ein Gewinn. Lieber Andreas, ich finde diese rote und blaue Pille-Metapher genial. Darf ich die zu gegebenen Zeitpunkt mal ausleihen? Ich finde die echt großartig, das ist super. Weil es ist so plakativ, ganz, ganz klasse. Ich liebe Metaphern. Ich fange auch immer ganz oft bei mir im Gespräch mit Metaphern an, um die Leute zu sensibilisieren. Ich liebe sie selber, weil die sind Augenöffner. Ja. Weil sie auch mit ganz einfachen Bildern verknüpft sind. Und da müssen wir nicht groß denken, sondern wir sind sofort auf den Punkt. Ja. Das geht, ich liebe das. Ja, super, großartig. Ja, ich habe auch ein schönes Buch, ich schicke dir vielleicht mal einen Link später. Ja. Da sind Sachen drin, die muss man noch ein bisschen umformen und sich so ein bisschen komprimieren, aber es sind geile Sachen drin. Nein, du schickst mir das bitte nicht vielleicht, du schickst es mir. Das ist eine ganz höfliche Bitte. Kommt jetzt eine Drohung. Auch dieses, was du jetzt schon alles gesagt hast, für mich tut es jetzt auch mal wirklich gut, weißt du, mit jemandem zu reden, weil ich komme manchmal echt auf diesen freien Flur so alleine vor, weil ich immer wieder auch andere Coaches höre und auch Personal Trainer und denke immer, Alter, was erzählen denn die da? Die verunsichern wieder die Leute mit so viel Falschinformationen und ich komme dann immer vor, jetzt muss ich den Karren wieder aus dem Brett ziehen und den Leuten erklären, dass eben nicht so ist, weil viele halt von diesen alten Dogmen, von diesen alten Überzeugungen immer noch so involviert sind in dieses Thema, dass es sind 90%, die erzählen Geschichten, die sind 30 Jahre alt. Das hat sich aber längst revidiert, man weiß es nicht mehr so. Ja. Und das ist für mich allein lohnt sich das schon wunderbar, weil ich werde jetzt von Mal zu Mal, von Minute zu Minute, werde ich entspannter, weil ich jetzt genau das höre, was ich schon immer eigentlich den ganzen Menschen erzähle. Ich weiß, was du meinst mit dem allein auf weiter Flur. Und da kann man auch mal direkt einen Schwenk Richtung Training machen.
Denn ich bin zum Beispiel ein absoluter Verfechter von Grundübungen. Es ist unfassbar in Fitnessstudios, was ich da sehe. Also aus meiner Sicht, und das ist keine übertriebene Zahl, 90% der Menschen. Ich lehne mich jetzt zurück, mach bitte weiter, weil auch das ist wieder wunderbar. Ja, ich mache es auch ganz kurz, weil dann werden das ja viele von dir schon kennen. Aber mindestens 90% der Menschen, die ich trainieren sehe, die könnten auch zu Hause bleiben. Es hätte den gleichen Effekt. Gut, sie bewegen sich ein bisschen, sie gucken weniger Fernsehen, das ist ja schon mal ein Vorteil. Wobei, dann gaffen sie wieder auf Smartphone zwischen den Sätzen. Und da machen sie eben vor allem Frauen. Ich finde es unfassbar, dass es immer noch diese Abduktor- und Adduktorübung gibt. Also für jemanden, der einen Hüftschaden hat, ja, bitteschön. Jemand, der feilen möchte, bitteschön. Aber 99% der Frauen sollten verdammt nochmal eine Kniebeuge lernen oder zu Beginn gerne auch mal eine Beinpresse. Das reicht für die Beine. Die müssen nicht mehr machen. Dann sollen sie Kreuzheben lernen. Wenn sie wollen, können sie noch ein bisschen Bankdrücken lernen. Vielleicht noch Frontdrücken. Und dann noch Klimmzüge bzw. Latzug. Thema durch. Die müssen nicht mehr machen. Das Training kann so kurz sein, so intensiv, so effektiv. Und damit sparen sie Zeit, bekommen hinten raus deutlich mehr spürbaren und auch sichtbaren Erfolg. Und das motiviert sie dann, dran zu bleiben. Aber nein, sie machen dann Trizepsübungen, sie machen Abduktor, Adduktor, sie machen Beinstrecker, Beinbeuger, Po-Übungen, sie machen Bauchübungen, Übungen für den unteren Rücken. Was soll diese Scheiße? Das ist eine Zeitverschwendung, es blockiert. Ja, die Geräte stimmt nicht, weil die Geräte, da sollten die es verstehen, sowieso nicht rangehen. Aber Training kann so einfach sein, wenn man sich auf die Basics beruft. Und die haben sich die letzten 30, 40, 70 Jahre nicht verändert. Grundübung, Thema durch. Und mit einem guten Trainer lernen, weil Technik ist ja absolut relevant. Ganz klare Sache. Aber auch ein Beginner kann lernen, Kniebeuge zu machen, weil es die natürlichste aller Bewegungen ist. Es ist so, dass ich natürlich auch seit 30 Jahren, ich bin seit 1988 Personal Trainer, ich habe natürlich das alles hoch und runter, alle Scheine, die es auf dieser Welt gibt, habe ich. Und sensationell ist natürlich schon, dass ich, ja, es spricht sich langsam rum, man sieht mehr Frauen auch im Freihandbereich, auch da muss man Instagram wieder sagen und YouTube, toll. Ja. Gibt die vormachen, auch wenn sie es zum Teil falsch machen, es wird, der Mut ist größer, auch mal in diese Löwenhöhle der Männer zu gehen, weil viele Frauen sagen, ich traue mich da nicht hin, das sind lauter Männer. Ja. Und es ist schon mal toll, dass sie das machen. Aber hinten dran, das ist das, was ich erfahren habe, auch bei Männern. Es gibt auch Männer, die weigern sich, Kniebeuge zu machen, die weigern sich, Kreuzheben zu machen. Und hinten dran steckt nichts anderes, wie tatsächlich die Tatsache, es ist scheiße anstrengend. Ja. Kann ich 10 Sätze machen, danach gehe ich nochmal tanzen eine Stunde. Ja. Wenn du aber Hebelmann gemacht hast, da gehst du danach nicht mehr tanzen. Dann kriegst du ins Bett, zumindest auf die Couch. Ja, genau so ist es. Es ist anstrengend. Training muss anstrengend sein, sonst fehlt der Reiz, dass der Muskel sich adaptiert. Das sind, im Prinzip ist es mir schon relativ peinlich, auch zum Thema Ernährung, genauso wie Thema Training, dass ich die uralten Dinger immer wieder gebetsmühlenartig predige. Ja. Es hat sich nichts verändert. Es wird sich auch nichts verändern, weil es die absoluten Grundlagen sind. Ich mache nur kurz den Oh, jetzt ist es doch besser. Ich muss nur Strom dran machen, weil ich war etwas heute Nacht nicht aufgepasst, hat mein Handy leer geworden. Was hast denn du für hübsche Bilder hinter dir? Ah, ich bin ja auch Model. Das heißt, ich modle und das da hinten, das ist, warte mal, ich nehme dich mal raus. Siehst du das da hinten? Ja. Das ist vor 5 Jahren entstanden in Österreich. Wow. Ich habe so im Jahr, jetzt seit 2 Jahren, noch seit einem Jahr nicht mehr, aber davor hatte ich im Jahr bis zu 20 Fotoshootings. Oh, Wahnsinn, okay. Ja, und ich schicke dir mal ein Büchlein zu, das kommt per Post. Und das ist unser Highlight. Warte mal, bleib mal. Zum Beispiel, wenn wir schon dabei sind. Das ist der Flügelmacher, nennt sie sich. Das bin ich. Das ist meine Frau. Bitte, das ist? Das ist meine Frau. Oh, okay. Ich bin der Flügelmacher. Hier siehst du den Flügelmacher. Stark. Das ist nicht weit entfernt von dir entstanden, und zwar in der Nähe von Kehl. Okay. Das war vor 8 Wochen. Und der Flügelmacher ist der einzige Mensch auf der Welt, der die Engel sehen kann. Weil wenn die Engel verletzt sind,
Dann sieht der Flügelmacher sie und der repariert wieder ihre Flügel, damit sie wieder fliegen können, dann verschwinden sie wieder. Coole Geschichte. Magst du mich gleich da? Warte mal. Das hier, das schicke ich dir zu. Schön und stark. Ja. Das sieht ja cool aus. Wenn der Geist seinen Körper erschafft, da geht es auch so ein bisschen drum, um Willensstärke, um Entscheidungen zu treffen im Bereich des Trainings, im Bereich der Ernährung, dass man eben nicht den einfachsten Weg des Widerstands gehen soll, um was zu erreichen. Das ist die Essenz von dem Buch. Und das sind insgesamt 80 Bilder von uns drin. Gemeinsam Bilder, was wir in den Jahren gemacht haben. Toll. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift vom Thema, aber passt ja irgendwie auch dazu. Darf auch mal sein, ja. Aber toll auch mit deiner, was du gerade gesagt hast zum Thema Training. Auch da ist es so, du siehst ja auch wie in der Ernährung. Der Mensch sucht immer den Weg des geringsten Widerstandes. Ja. Energiesparmodus eingeschaltet. Sei es in der Bewegung, sei es, es wird immer Abkürzung gesucht. Das ist immer wieder sensationeller, wenn die Leute zu mir kommen und sagen, Andreas, ich habe da eine Werbung gelesen. Das sagt, wo du weitermachst, kann ich dir jetzt schon sagen, das kannst du komplett knicken. Aber du hast noch gar nicht gelesen, dann sage ich, aber ich weiß, was jetzt kommt. Legen Sie mal was hin, dann sage ich jetzt mal ernsthaft. Ich habe ja teilweise auch Entscheider hier. Das heißt, Leute, die haben eine Firma, die haben Angestellte, die sind im oberen Bereich. Da kommen die zu mir mit so Sachen wie in 2 Monaten 20 Kilo abnehmen. Das sind 20 Kilo. Jetzt fangen wir an zu rechnen. Wenn 20 Kilo sind 20.000 Gramm mal 7 Kalorien, das sind 140.000 Kalorien, geteilt durch 60 Tage. Wie willst du das machen? Ach so. Das sind dann immer so Sachen, wo ich sage, warum? Weißt, wenn man ein bisschen rational denkt und mal drüber nachdenkt und sich ein bisschen in der Thematik auskennt, dann kommt man eigentlich drauf, das kann gar nicht sein. Ja, klar. Nicht funktioniert, aber trotzdem bestehen diese Werbungen seit Jahrzehnten. Ich habe die Werbung schon vor 30 Jahren gesehen. Die gibt es heute noch. Wenn du Facebook aufmachst, siehst du hinten dran wieder ablaufen, was der Werbung. Da denkst du, sag mal, geht's noch? Das wird seit 50, 60 Jahren praktiziert. Es funktioniert nicht, aber sie machen es trotzdem. Ja klar, aber letztendlich triggern die eben dieses Energiesparprogramm, von dem du gerade gesprochen hast. Und das wird auch die nächsten 50 Jahre nicht aussterben. Weil die Leute wollen ja uns nicht so gerne zuhören, weil das, was wir predigen, ist ehrlich, aber es ist anstrengend. Anstrengender, sagen wir es so. Und deswegen hoffen sie auf die Pille, die da kommen. Und irgendwann realisieren sie nach 20, 30, 40 Jahren, wenn sie an sie runterkommen, die sehen aus wie ein Sack voll Scheiße, ich sag's jetzt mal ganz brutal, und sie haben die Chance verpasst, irgendwann zu sagen, verdammt nochmal, jetzt greife ich endlich mal richtig an. Und im Prinzip ist es auch total einfach, weil der Zeitaufwand ist eigentlich lächerlich. Und das, was du hinten raus wieder bekommst, ist unbeschreibbar. Ich sage immer, oder sagen wir so, mir hat mal ein Marketingchef eines Unternehmens, das 6 Millionen Kunden betreut, gesagt, Patrick, ich würde gerne mal einen Tag in deinem Körper leben, dann wäre ich bestimmt so dermaßen motiviert, dass ich nie wieder anders wollte. Und das fand ich einen sehr schlauen Satz von ihm, weil viele wissen ja gar nicht, wie es auf der anderen Seite aussieht. Und wenn sie es mal gespürt haben, dann sagen die, ich will nicht mehr meinen alten Körper. Ich tue alles, weil sie diese Vision haben. Und jetzt kommt praktisch noch, jetzt haben wir schon Bewegung ganz kurz angetriggert, wir haben noch Ernährung. Jetzt kommt das Thema Motivation. Viele Menschen wissen gar nicht genau, was sie eigentlich wollen. Es ist immer spannend, wenn ich frage, für wen machst du das eigentlich? Für wen willst du abnehmen? Ja, ich mache das für mich. Dann sage ich, hast du körperliche Schmerzen? Ja, nee, aber guck mich an. Dann sage ich, nee, du machst es nicht für dich. Weil wenn du der letzte Mensch auf der Erde wärst, würdest du eine Kohlsuppendiät machen? Und jetzt wird den Menschen schnell klar, ja, nee, dann nicht. Dann sage ich, schau, du machst es, um auf andere Menschen eine andere Wirkung zu erzielen. Du willst mehr Anerkennung, du willst mehr Liebe haben und du erwartest, mit einer schlankeren Figur mehr Anerkennung, mehr Liebe oder was auch immer zu bekommen. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich mal überlegt, was möchte ich genau mit meiner besseren Figur erreichen? Weil es kann sein, dass man dann erkennt, dass einem die 5 oder auch 10 Lifestyle-Kilos gar nicht wirklich wehtun, sondern eben das, wie ich auf andere Menschen wirke. Die Unsicherheit, weil ich mich im Vergleich zu anderen schlecht fühle, dann halte ich es für tatsächlich sinnvoller, wie im Buddhismus auch, neben das Ziel zu zielen und sich erstmal um seine persönlichen Stärken zu kümmern. Weil dann kann es nämlich sein, dass man plötzlich anfängt, Gewicht zu verlieren, weil man eben dann nicht mehr so zum Stress oder zum Frustessen neigt.
Bei ganz vielen hat das einen großen Erfolg. Das, was du jetzt gerade angesprochen hast, ist ja letztendlich tatsächlich das Schräubchen, was den meisten Erfolg bringt. Das ist das Mindset, das ist die Einstellung zu dem, was wir tun, weil letztendlich ist ein Trainingsplan und Ernährungsplan, eine Vorgabe, was man machen sollte, ist ein Blatt Papier mit Buchstaben drauf. Das kann jeder Mensch lesen. Das ist überhaupt kein Problem zu lesen. Dieses Umsetzen und auch mal rauszufinden, was mein Warum, das ist für viele haben auch meiner Ansicht nach immer das falsche Warum. Die kommen zu mir, sage ich, wenn die Waage und der Spiegel dein einziges Warum ist, was du hast, dann ist es nicht stark genug. Denn was du tun solltest über Ernährung, ist ein Investment in deine gesunde Zukunft. Denn wenn du mal älter bist und du funktionierst noch hervorragend, dann ist es der wahre Lebensluxus. Denn wenn das nicht der Fall ist, dann kommen die meisten und sagen, hätte ich doch nur mal vor 20 oder 35 Jahren mit Bewegung angefangen, mit Ernährung angefangen. Eine ganz schlechte Fahrradkette, aber genauso ist es. Ja. Eigene Zukunft, weil jeder will später mal seinen monetären Erfolg feiern mit 60, 65, aber wie ist das normale Szenario? Die meisten Menschen, oder vor allem viele Männer, die haben mit 50 bis 60 erstmal Cholesterin zu hoch, Blutdruck zu hoch, das Herz ist nicht mehr voll funktionsfähig, die Leistungsfähigkeit ist im Keller, die Männlichkeit geht auch im Keller, die ersten Depressionen stehen im Lande. So, das wäre so einfach frühzeitig, ist auch dann noch möglich, aber frühzeitig präventive Maßnahmen zu ergreifen, erst gar nicht da reinzuschlittern. Ja, klar. Also es ist tatsächlich so, wir werden heute tatsächlich im Schnitt um die 80 Jahre alt. Was ich beobachte, ist, die Menschen fangen an mit 65 zu sterben, werden aber erst mit 80 beerdigt. Ja, das ist. Und wenn man da überlegt, was 15 Jahre bedeuten, und zwar 15 Jahre, in denen viel Druck weg ist, wenn man Kinder hat, die Kinder sind aus dem Haus, sie sind untergebracht, man könnte das Leben in vollen Zügen genießen. Man hat auch hoffentlich eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit. Also man kann sich mehr Dinge leisten, weil vielleicht das Haus abbezahlt ist. Und dann quält man sich mit irgendwelchen Gebrechen oder Krankheiten oder auch psychologischen Störungen durchs Leben, weil man eben 40 Jahre Raubbau am einzigen Körper betrieben hat, der einem jemals zur Verfügung stehen wird, mit dem Gedanken im Kopf, dass wir, also du und ich und alle, die gerade zuschauen, zuhören, dass wir alle das unfassbare Glück hatten, in einem sehr, sehr reichen Land geboren worden zu sein. Es war eine reine Glückssache. Ja, und so viele Menschen treten ihre Gesundheit, wie sie eben nicht mehr da ist. Und dann sagen sie ja, hätte. Anstatt zu sagen, okay, ich reiß mich jetzt am Riemen und fange an, nur mal einen einzigen Tag pro Woche so als Dankeschön für meine Gesundheit, für meinen einzigartigen Körper zu investieren, weil das ist ja mein Prinzip. Ich leite die Menschen in meinem Online-Coaching mittels des perfekten Tages, des Schweinehundeschulentages an, dass sie erstmal nur einen Tag fixen in der Woche und an diesem Tag kümmern sie sich eben um die wichtigsten Gesundheitsregeln. Und diesen Tag wiederholen sie konsequent Woche für Woche. Und dann erkennen die sehr schnell, wie gut ihnen dieser perfekte Tag tut und es färbt auf die anderen Tage ab, mal weniger, mal mehr. Aber somit stellen wir ein altes, destruktives Ess- und Bewegungsverhalten in Frage und ersetzen es durch neue Ideen. Und daraus wächst eben in den nächsten 1, 2, 3 Jahren ein tiefes Bedürfnis, sich immer mehr um seinen Körper zu kümmern, weil er eben von Monat zu Monat, von Woche zu Woche, von Tag zu Tag mehr Energie bringt. Das ist, was du machst, ist gut, finde ich cool, auch mit diesem einen Tag. Das ist auch für mich natürlich, ich bin da schon mit meinem Coaching sehr radikal. Ja, aber du bist auch direkt an den Menschen dran. Das ist wiederum was anderes. Ja. Sehr radikal. Und ja. Ich habe es gerade gestern, weißt du, einen Coach gehabt. Vielleicht guckt er den Video auch an. Ja, da weißt du, ich habe ja, du kriegst ja nach einer gewissen Zeit so eine gewisse Menschenkenntnis, wo du weißt, wer sucht Auswege, wer sucht Umwege. Und es ist halt jemand, der gern so Schleichwege sucht. Mich packt man dann immer gleich im Kragen, weil er halt, ja, könnte ich dann das Mittagessen mal ausfallen lassen, dann nur Melone essen dafür. Natürlich wird es einmal nicht schlimm. Aber das ist so jemand, weißt du, der immer so einen Schleichweg sucht, dann lieber die Proteine weglässt, lieber die wertvollen Kohlenhydrate weglässt, lieber natürlich auch die gesunden Fette weglässt und so sich Süßigkeitenersatz schnappt. Da bin ich teilweise radikal. Hat vielleicht auch ein bisschen was mit meiner Vorgeschichte zu tun, dass ich Wettkämpfe gemacht habe, weil bei Wettkämpfen gibt es halt kein Wenn und Aber. Da gibt es nur Linie. Ich habe ich nur einmal gemacht, ja. Pädagogisch sehr wertvoll entwickelt, muss ich sagen. Muss ich selber loben. Aber auch das jetzt mit diesem einen Tag finde ich cool. Erstmal einen Tag überhaupt, sich einen Tag gegenüber sich selber durchzusetzen, weil das ist ja auch andere Entscheidung zu treffen, einen Tag lang. Ja.
sich gesund zu ernähren, ist immer mit einer Entscheidung getroffen. Also wenn man sich normal ernährt und in seinem alten Verlauf ist, dann muss man keine Entscheidung treffen, sondern man tut einfach, es ist eine Routine. Aber auszubrechen heißt immer ganz klar eine Entscheidung zu treffen. Und irgendwann wäre es ja toll, wenn aus diesen Entscheidungen eine Routine wird. Dass man nicht mehr entscheiden muss. Und das ist natürlich immer unsere Arbeit, bei den Menschen es so weit zu kriegen, sie so zu sensibilisieren, dass sie immer keine Entscheidung mehr treffen, sondern wissen, ja, das ist ein Investment in meine gesunde Zukunft. Da gibt es nichts zu überlegen. Da gibt es nur diesen gesunden Weg, der mir gut tut. Das ist, glaube ich, unsere Herausforderung. Und da finde ich diesen Einstieg mit einem Tag sehr gut, muss ich sagen. Es ist einfach der Weg des geringeren Widerstandes. Die Latte möglichst niedrig, damit alle drüber steigen können. Weil sonst stehen einige vor einer zu hohen Latte und sagen, schaffe ich nicht, kriege ich nicht hin. Ach, und fühlen sich danach wieder schlecht. Und das ist immer die große Gefahr. Weil es ist ja so, wenn ich von diesem einen perfekten Tag spreche, dann fangen viele an, weil es sind ganz klare, einfache Regeln, 7 Stück insgesamt. Und dann machen sie das gleich mal 3, 4, 5 Tage lang, weil sie eben motiviert sind am Anfang. Jetzt kommt das Wichtige. Dann holt einen der Alltag ein, es kommt eine berufliche, private Herausforderung. Man muss seine Disziplin wieder letztendlich anders fokussieren, nämlich auf die Herausforderung, auf die aktuelle. Die ist weg von der Ernährung, da fallen die zurück. Aber wenn sie jetzt immer noch 2 perfekte Tage schaffen oder vielleicht auch nur einer, dann haben sie nicht versagt, weil ich am Anfang gesagt habe, mach erstmal nur einen perfekten Tag. Wenn ich aber von vornherein sage, 6 Tage wird richtig hart gegessen und trainiert und einen Tag kannst du machen, was du willst, Cheat Day, kennt man ja, und sie sind dann nur 4 Tage richtig gut unterwegs, dann fühlen sie sich automatisch schlecht. Nicht alle, aber viele. Sie fühlen sich wieder als Versager. Und dann rutschen die zurück in das destruktive Verhalten und machen wieder alles wie vorher. So nach der Mutter, ist halt nichts für mich, habe halt keine Disziplin. Nein, das war eine falsche Herangehensweise, weil wir Menschen sind Gewohnheitstiere und Gewohnheiten vereinfachen uns den Alltag. Und das Essen ist eine über zehntausende Mal antrainierte Gewohnheit. Jeder, der das gerade hier sieht oder hört, der hat heute das Gleiche gegessen wie gestern, vorgestern, letzte Woche, vielleicht sogar letzten Monat. Und ein Wechsel von der Himbeer zur Erdbeermarmelade ist kein Wechsel. So, und wenn man jetzt in dieses alte Muster reingeht und auf einen Schlag alles verändert, dann kann das funktionieren, wenn der Druck groß genug ist oder auch der Wunsch groß genug ist. Und das wirst du mit deinen Patienten, Klienten schon rauskitzeln. Deswegen geht das natürlich auch, aber nur, wenn man einen Coach 1:1 ganz dicht dran hat. Der drückt dann die richtigen mentalen Knöpfchen und dann geht es. Wenn ich aber eine größere Menschenmasse begeistern und dafür gewinnen möchte, dann halte ich das Prinzip des perfekten Tages für sinnvoller und genau so arbeite ich auch sehr erfolgreich in meinem Online-Coaching leichter, als du denkst. Ja, das ist auch, was du machst. Du hast ja was gesagt und das ist eine psychologisch sehr wertvoll. Es ist dieses Nicht-Versagen-Prinzip. Mhm. Ich denke, das ist letztendlich der tatsächliche Hack, dass sich Leute eben nicht als Versager fühlen, weil sie ja mit der Thematik schon länger zu tun haben, schon öfters versagt haben, unter anderem natürlich auch, weil sie das falsche Werkzeug benutzt haben. Weil viele kommen ja, die übergewichtig sind und sind ja schon vornherein, auch wenn sie zu mir kommen, schon wieder vom Versagen geprägt, weil sie wissen, ich habe schon 10 probiert, das mache ich halt nochmal. Am Hinterkopf ist der Glaubenssatz da ja, letztes Mal hat es anprobiert, also das Türchen ist schon offen fürs Versagen. Ja. Ganz viele gar nicht, dass sie bis dato auch die letzten 20 Mal einfach das falsche Werkzeug benutzt haben. Mhm. Ja, eine Diät gemacht haben mit 1000 Kalorien, was sowieso zum Scheitern verurteilt ist, wo man von rein weiß, das kann nicht funktionieren. Oder eben mal kurz irgendwo ein 8-Wochen-Programm gebucht haben, wo pauschal die Ernährung und das Training gemacht wird und letztendlich sie völlig überfordert sind und nach 8 Wochen sowieso abbrechen müssen. Aber es lag ja nicht an ihnen, sondern sie haben das falsche Werkzeug benutzt. Ja, exakt so. Und ich mag auch den Begriff Werkzeug. Weil es gibt wie so eine Art Werkzeugkoffer, es gibt so viele verschiedene Mentaltechniken. Das heißt, die innere Kommunikation, wie sprechen wir mit uns selbst in Bezug auf unser Leben, auf unsere Disziplin. Wenn man permanent sagt, ich habe keine Disziplin, ich habe keine. Und man beweist sich das immer wieder, entwickelt sich aus dieser inneren Kommunikation eben der Glaubenssatz, ich habe keine Disziplin. Und diesen Glaubenssatz, das sind wie Art Leuchtfeuer, wie Leuchttürme, an denen wir uns eben orientieren. Und wir werden nach allen Möglichkeiten unbewusst, nicht bewusst suchen, diesen Glaubenssatz zu bestärken, zu verstärken. Wir beweisen uns dann jeden Tag immer in ganz, ganz kleinen Dingen, ich habe recht, ich habe keine Disziplin. Anstatt das Leuchtfeuer zu löschen und woanders was aufzubauen.
Ja, ist ja auch immer, das ist ja auch immer bei den Coaches, siehst du ja auch, wenn die was im Kopf haben, dann suchen die auch gezielt im Internet genau nach ihren Antworten, was ihr Wissen bestätigt. Ja, klar. Dann haben die Leute vor dir, die völlig verseucht sind von Glaubenssätzen, die armenartig eigene sind und auch noch bestätigt werden, weil eventuell da auch noch irgendein ein Influencer dahinter steckt oder ein Arzt dahinter steckt, das bestätigt. Dann sagen sie, aber der sagt das und der ist bekannt, der ist berühmt, der weiß das doch. Also kann es doch nur so sein. Und ich glaube auch als Ernährungsberater, ich bin mir sicher, als Ernährungsberater ist, und auch als Personal Trainer, ist die größte Herausforderung, ist immer auch dieses Mindset und diese Glaubenssätze erstmal aufzufinden und sie ganz klar natürlich auch darzustellen und sie mit den Personen zu verarbeiten. Und da gibt es auch, wenn du einen roten Faden suchst, sind ganz viele Glaubenssätze durch die Bank weg immer gleich. Immer die gleichen. Richtig. Also gerade wenn es um dieses Mindset geht, um an diesen, wir bleiben jetzt beim Beispiel Glaubenssatz, gibt noch vieles anderes, aber manche haben da eine extrem starre Intelligenz. Also die sind so flexibel wie ein Busfahrplan in Sachen Intelligenz. Ich rede da immer dann von der fluiden Intelligenz, wenn man eben bereit ist, auch mal seine eigenen Glaubenssätze, seine eigene Einstellung, sein eigenes Wissen zu hinterfragen. Also zum Beispiel kann ich über mich sagen, in Bezug auf Ernährungs- und Trainingswissen, dass je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, wie wenig ich eigentlich weiß. Da kommt ganz viel Demut. Ich habe früher auch gesagt, ja klar, muss man nur weniger Kalorien aufnehmen, als man verbraucht. Nimmst du ab. Es klingt auch völlig logisch. Wissen wir eben da mal spezifische dynamische Wirkung. Dann konvertiert T4 in T3, also Schilddrüsenproblematik. Und solche Geschichten, wenn dann immer mehr kommt, dann geht das Feld immer weiter auf. Aber du kommst dann trotzdem dichter an die Wahrheit ran, als wenn du eben diese starre Intelligenz hast. Richtig. Fluide bleiben, flüssig bleiben, dranbleiben, sich weiterentwickeln, weiterbilden, Dinge zu hinterfragen, ist so wichtig. Das mache ich gerade im Moment seit genau 40 Minuten. Weil es ist auch immer interessant, weißt, wenn du mit Menschen dich unterhältst, die in der gleichen Branche sind, weil jeder hat auch sein Universum, auch ich habe mein auch ich habe ein Universum, genauso wie du. Wir entscheiden heraus aus uns, was wir gemacht haben. Und da ist immer ganz interessant, natürlich auch mal jemand anders, da genau mit der Thematik arbeitet, mal reinzuhören. Wie geht er vor? Weil auch, wenn man selber nicht aufpasst, bekommt man irgendwann so eine starre Fahrweise, weil die für mich funktioniert und für viele andere auch funktioniert. Auch ich suche mir natürlich dann meine Erfolgsmodelle, ja, da funktioniert es ja. Und da muss man echt aufpassen, dass man nicht zu starr wird und dass man da eine gewisse Flexibilität mitbringt und natürlich auch ganz klar sagt, okay, ich weiß was, aber ich sehe jeden Tag, beziehungsweise ich lerne auch jeden Tag von meinen Coaches dazu. Ja, ich habe meiner Community unfassbar viel zu verdanken, unfassbar viel. Meine Community ist der Grund, warum ich so erfolgreich bin, weil die stellt Fragen, die ich noch nicht beantworten kann, sauber beantworten kann, dann hinterfrage ich mein Wissen, recherchiere, mach und tu, gleiche ab, hol mir auch, gib das dann preis und dann hole ich mir auch das Feedback wieder und lerne dadurch. Also meine Community ist mein Leben, ganz klare Sache. Richtig, das ist auch meine ganze, ich habe gestern eine Dings da gehabt, einen Coach da gehabt, oh toll, welche Videos du machst und die Podcaster sagen, ja, die mache ich aber nur, weil ihr Fragen stellt. Ja, genau. Ja. Fragen stellt und die Ideen kommen alle von euch. Die Ideen sind alle eindeutig von euch. Also nicht meine Ideen, sondern ich höre das und sage, jetzt haben wir wieder was, was die Leute unbedingt wissen sollten. Und dann macht man es tatsächlich und bekommt eine Frage, man kann nicht alles wissen. Und dann fängt man an, auch mal drüber nachzudenken, wie ist es jetzt tatsächlich? Deswegen entwickelt man sich in der Regel immer, umso neugieriger die Community ist, umso weiter entwickelt man sich persönlich. Absolut. Sehr gut. Sehr, sehr geil. Wir haben ja gesagt, wir haben heute beide nicht ganz so lange Zeit. Die Zeit links im Griff. Abschließend, was ich bräuchte von dir wäre, was sind deine drei einfachsten Tipps für die Zuhörer zu sagen, ich bin noch im alten Essverhalten gefangen, möchte da raus, ich möchte aber jetzt nicht gleich erschlagen werden von lauter Information. Ja. Was sind drei einfache Tipps von dir? Okay, ich fange an mit der Ernährung. Man sollte Lebensmittel kaufen, keine Füllstoffe. Das heißt, Lebensmittel, die möglichst keine Zutatenliste haben. Um die Formel ein bisschen zu entschärfen, maximal 5 verschiedene Zutaten im Produkt. Je mehr Zutaten im Produkt, desto länger auch später die Liste der benötigten Medikamente. Augen auf beim Einkauf. Und niemals hungrig einkaufen gehen. Das ist wie besoffen flirten. Dann nimmst du ein Ding mit nach Hause, wo du am nächsten Tag denkst, du lieber Himmel, ehrlich. So, also,
Lebensmittel. Aber das heißt, es impliziert auch wieder, ich muss mich damit auseinandersetzen, wie ich die dann sinnvoll kombiniere, dass sie schmecken. Und das ist total banal. Kochen lernen. Und es gibt so einfache Rezepte, die ratzfatz auf dem Tisch sind. Viele denken gleich, kochen lernen, denkt an diese ganzen blödsinnigen Kochbücher, wo eine Zubereitung von einem Gericht inklusive Backzeit 3,5 Stunden dauert. Das ist totaler Blödsinn. Also einfache Rezepte und die konsequent umsetzen. Man braucht doch kein riesen Portfolio an verschiedenen Rezepten. Es reichen 5, 6, 7 Lieblingsrezepte, die wechsle ich ab und zu ab. Mir reicht doch mal ein Vollkornknäckebrot mit Quark, also ich vertrage Milchprodukte hervorragend. Es sind die einfachen Dinge des Lebens. So, das ist Ernährung. Bei der Bewegung, da wiederhole ich mich, den Weg der kleinen Schritte. Und damit meine ich, wer bisher noch nicht wirklich in Ballung gekommen ist, also die absoluten Bewegungslegastheniker, die sollten anfangen, den Alltag abzuscannen auf mehr Bewegung. Mache ich ein Telefonat im Sitzen oder zukünftig im Stehen oder noch besser im Gehen? Schaffe ich meine 10.000 Schritte am Tag? Wie kriege ich meine 10.000 Schritte am Tag irgendwie zusammen? Das muss man nicht jeden Tag machen, aber die Tendenz, es sollte vom unbewussten Kaloriensparwunder in den bewussten, wo kann ich mich am Tag mehr bewegen, überwechseln. Und wer da schon drüber raus ist, bleiben wir beim Thema Krafttraining. Schlägt Ausdauertraining bei weitem. Ich habe nichts gegen Ausdauertraining. Ich bin Crossfitter, wir machen sehr viel Ausdauer, aber immer in Verbindung mit Krafttraining. Wenn ich wenig Zeit habe, mache ich Krafttraining und kaum Ausdauertraining. Ganz klare Aussage. Und dann eben sich nur auf Grundübungen konzentrieren. Theoretisch Kniebeugen, Kreuzheben, vielleicht noch Bankdrücken. Fertig. Mehr muss man theoretisch nicht machen. Man kann noch Frontdrücken machen, man kann Latzug machen, aber das sind die zwei wichtigsten Übungen. Kniebeugen, Kreuzheben. So. Und jetzt noch ganz kurz Mindset. Man muss sich klar werden, was ist eigentlich das Ziel hinter meinem Ziel? Wenn ich abnehmen möchte, warum genau will ich abnehmen? Was will ich damit bewirken, erreichen? Bei wem will ich das erreichen? Weil sobald ich mein Ziel von anderen abhängig mache, wird es gefährlich. Weil die Reaktion, die mir sich so sehr wünscht, die Anerkennung, die Liebe, die Aufmerksamkeit, vielleicht gar nicht kommt. Im Gegenteil, dann kommen die freundlichen Feinde, die sagen, was ist mit dir los? Mit dir kann man abends gar kein Bier mehr trinken gehen. Jetzt ist wieder dein Hasenfutter da. Das heißt, man muss sehr aufpassen, wenn man das Ziel von anderen abhängig macht. Man braucht also eine intrinsische Motivation aus sich heraus. Wie lebe ich mein Leben in 5 oder in 10 oder in 20 Jahren, wenn ich jetzt anfange, Dinge zu verändern? Ich nenne es in meinem Coaching Hellseher werden. Man muss sich heute schon so sehen, so spüren, so leben, wie man in 10, 20 Jahren gerne leben möchte oder auch in 5. Aber niemals kurzfristig denken. Um jetzt noch abzuschließen, bitte niemals überschätzen, was wir innerhalb eines Monats erreichen, aber auch bitte nicht unterschätzen, was wir innerhalb eines Jahres erreicht haben werden. Und jeder weiß, so ein Jahr ist verdammt schnell vorbei. Ja. Patrick, selbst allein für mich, allein wenn ich den jetzt nicht hochladen würde, war der für mich schon sehr, sehr wertvoll. Natürlich werde ich den hochladen, weil ganz viele Leute draußen auch mal nicht nur mich hören. Ja, das ist eine Bestätigung da natürlich, ja. Hören, der genau das Gleiche sagt. Sensationell, war ein tolles Interview. Dankeschön. Hast du, dass du den Link vom Buch bekommst. Du bekommst mein Bilderbuch und du hast auch das Versprechen, was wir eh schon vorgehabt haben. Ich schlage bei dir mal auf in der CrossFit-Box. Wenn du Zeit hast, einfach mal gemeinsam, das wird mir sehr viel Spaß machen. Ja, das finde ich cool. Ich trainiere tatsächlich nicht in der Box meines Bruders, die in Freiburg sich befindet. Ich trainiere bei mir zu Hause, weil der Weg dorthin ist eine halbe Stunde, hin und zurück sind eine Stunde. Ich bin zweifacher Familienpapa und eine Stunde dauert mein Training. Und ja, bevor ich im Auto sitze, hampel ich eben dann mühselig im Keller rum. Ja. Aber wir kriegen das mit der Box bestimmt mal hin. Würde mich sehr, sehr freuen. Und Patrick, herzlichen Dank für deine Zeit. Und was ich feiere, ist deine klare, deutliche Aussprache, ohne immer, wie es viele machen, drum herum zu schweifen, so auf den Punkt zu kommen. Und das finde ich schön, weil ich das auch so mache. Ich habe dafür auch schon viel Dritte bekommen, von manchen, nicht von allen. Aber einfach auch mal die Wahrheit zu sagen, auf den Punkt zu kommen, nicht immer da außen rum, um den heißen Brei zu reden, sondern wirklich mal Klartext zu reden. Sehr, sehr geil. Sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht, Andreas. Danke dir für das tolle Gespräch und einfach alles von dir, dass ich ohne ein bisschen verlinken kann. Die Leute wollen ja wissen, wo sie dich finden, was du machst, dass sie einfach noch ein bisschen nachgucken können. Das Einfachste ist auf patrick-heitzmann.de. Da findet man alle Links und wo man mich findet. Wunderbar. Sehr gerne. Herzlichen Dank. Bis dann, mach's gut. Gut.